gesehen haben, waren die Assassin Buns gegen die Midlane. Aber hier, Azir muss raus, Nidalee muss weg. Wenn Nidalee raus ist, kann ich euch versprechen, dann wird die Kindred nicht lange auf sich warten lassen. Weil die wird zu Peanut ganz, ganz sicher nicht als First Pick geben. Ryze haben wir gestern auch gelernt. Freunde, Ryze bannt ihr lieber und lasst ihn nicht offen. Und er hat gestern auch wieder gar nicht einen Stunk gemacht. Das Schöne ist ja, an Ryze hat sich einfach nichts geändert. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt als schön bezeichnen sollte. Weil eigentlich ist es auch immer ziemlich broken. Und da kommt auch der Kindred-Bann. Alles klar. Wenn du in einem Zug Nidalee bannst, musst du auch im zweiten Zug Kindred bannen. Ansonsten hast du da einen ziemlich, ziemlich großen Vorteil auf Peanut. Und wieso habe ich das Gefühl, dass wir auf der Top-Lane wieder einen Echo Mao kein Matchup sehen werden? Das ist halt echt das Schlimmste. Ah, nur Botgamer schreibt noch, stimmt, Bang! Bang hatte den ADC-MVP. Alles klar, sie hat 4 von 5 MVPs. Muss ich mich nochmal ein bisschen korrigieren, danke für den Hinweis. Ah, und wir werden wahrscheinlich auch auf der Botlane Lucian sehen. Das war jetzt nicht so unerwartet. Victor gerade mit einer ziemlich hohen Priorisierung, muss ich sagen. Ja, für alle, die sich fragen, welcher Patch das ist. Es ist 6.10. Allerdings auch ohne Talia. Dementsprechend haben wir alle Mage-Updates durch. Alles ist gereworked und wir dürfen uns da riesig freuen. Ja, ich konnte mich auch immer nicht so richtig für Victor begeistern. Gestern auch. Ich glaube, beide Victor-Spiele wurden sogar gewonnen. Allerdings wirklich hatte Victor nicht den Impact, den man hätte haben können mit einem anderen Midlaner. Und das finde ich geil. Ja, alle würden, egal wer jetzt gerade neben mir stehen würde, Mori würde sagen, Aurelion ist doch mega scheiße. Ich finde es geil. Ich finde, Aurelion ist gar nicht so kacke. Der Champion ist unheimlich schwierig zu spielen. Es ist unheimlich schwierig, ihn Worth zu machen. Aber gerade in dem Matchup gegen Victor ist er nicht schlecht. Man muss bedenken, er hat gute Mobility, er hat einen Long-Range-Stun gegen einen immobilen Midlaner, er hat super Wave-Clear, mit dem man gegen Victor gegenhalten kann. Gerade im Early kann man Victor so ein bisschen den Turret pressuren. Klar, Level 6, 1000 Gold kann Victor da locker gegenhalten, weil er sein Laser-Upgrade hat. Aber ich bin doch immer dafür, dass wir endlich mal einen guten Aurelion sehen. Wir haben Aurelion das ein oder andere Mal schon gesehen in der LCS, in der LCK und auch in der LCS NA. Allerdings muss man wirklich sagen, nicht mit so viel Erfolg. Also da könnte man sich nicht so richtig durchsetzen. Das allerdings ein Matchup, das nicht so bad für ihn ist. Das Problem ist bloß, Aurelion wurde ein bisschen früh gepickt. Und wenn ich mir jetzt gerade so angucke, Maokai war von auszugehen, dass der Pick kommen wird. Und mit der Rek'Sai wird es halt wirklich schwierig, so einen Pick durchzubringen. Weil das Problem, das Aurelion hat, ist auch immer, dass nicht nur sein Gegner immobil ist, sondern dass er selber auch immobil ist. Klingt ein bisschen komisch, weil der E-Spell ihn ja in der Theorie ziemlich mobil macht. Aber der bringt ihm halt auf der Lane nichts. Und dahingehend muss man da wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir warten ab. Also Aurelion ist ja auch genervt worden. Darf man nicht vergessen, er hat ja zwei kleine Nerfs ineinander bekommen. Was allerdings, denke ich, gerechtfertigt war, wenn man bedenkt, dass er noch immer mittlerweile, boah, was heißt noch immer, jetzt mittlerweile ziemlich viele Win-Ratios bekommen hat. Und in der Theorie, denke ich, ist der Champion auf jeden Fall unser Zweiter. Und das ist hinter der ersten Swain. Eben noch drüber gesprochen. Da bin ich halt echt gespannt, ob sich das quasi worth macht. Vor allen Dingen, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein Echo Jungle, ein Swain Top Lane? Muss ja eigentlich, ne? Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass man Swain in den Jungle steckt. Also ich bin ganz, ganz stark davon ausgegangen, dass es ein Echo Top Lane wird. Jetzt ein gutes Matchup für ihn ist. Allerdings muss an der Stelle auch gesagt werden, Swain hat gegen Maokai auch ein ziemlich gutes Matchup. Weil Maokai, wissen wir, der kommt halt über Poke und über lange Fights, über Zeit quasi in den Fights, in dieses Top Lane Matchup rein. Und Swain hat da kein Problem mit, weil er halt ab mindestens oder spätestens ab Level 6 ein megamäßiges Sustain über seine Ultimate hat. Also Maokai besteht zumindest im 1v1 da keine Kill Pressure. Die Frage ist bloß, was macht Swain im Early? Ich sag bloß, Rek'Sai Gank mit Maokai kombiniert, du hast so viel CC, du hast eine super lange Lane auf der Top Lane. Und das ist genau das Problem. Plus, Lane Swap tut halt so im Swain gar nicht gut. Das war ja das, was ich so ein bisschen predicted habe, warum auch gestern nicht gespielt wurde. Dass er halt im Lane Swap und was die Gank-Anfälligkeit angeht, einfach Nachteile haben wird. Auch das 2v2 mit einem Swain im Early sieht auf der Top-Lane nicht so schön aus. Das könnte auch Aurelion Jungle sein, das kann ich mir aber echt gesagt nicht vorstellen. Ja, die Idee von euch ist nicht schlecht. Ich habe das einmal gesehen auf einem Stream. Ich weiß nicht mehr, bei wem es war. Aber da wurde auch Aurelion gespielt. Ich meine, klar, Aurelion hat spätestens, da muss ich mal, das muss ich so ein bisschen lächeln, aber im dritten bis vierten Rotation hat er einen angenehmen Jungle-TSP, da davor ist es zu schlecht und zu langsam. Und hier sehen wir es auch, es wird der Echo im Jungle sein. Da war auch von auszugehen. Das Problem, was du halt jetzt hast, der Swain auf der Top-Lane ist ein bisschen Gank-anfällig und der Echo im Jungle hat halt nicht die geilsten Ganks, sag ich mal. Der Echo im Jungle hat immer langsame, gemächliche Ganks, weil du halt diese Kuppel übelst predicten musst. Also hier muss ich sagen, bin ich nicht so ganz angetan von dieser Swain-Echo-Kombination. Die haben gute Scalings, ohne Frage, muss man definitiv respektieren. Gerade auch noch mit dem Aurelion dazu, mit dem Swain. Also diese Komposition ist super Antimeter. Das ist auch geil. Das bringt halt so ein bisschen frische Luft rein in die ganze Sache.
Allerdings ist es halt trotzdem schwierig, mit so einer Komposition, die komplett neu am Start ist, sich da durchzusetzen. Denn wenn wir mal so ein bisschen gucken, Maokai ist ein Monster im Late Game. Ambition auf Rek'Sai, allgemein Rek'Sai ist allgemein ein Favorit für mich gerade im Jungle. Hat super geile Early Gank Pressure, hat einen super Jungle Clear Speed ab der zweiten Rotation schon und kommt da ganz, ganz locker durch seinen Jungle durch. Und hat natürlich die wesentlich besseren Ganks als so ein Echo, der halt die Kumpel treffen muss. Und dann ist er auf der Route, es ist ziemlich schwer, das Ding anzubringen. Ja, dann genießen wir einfach mal diese schöne Intro-Musik. So, meine lieben Freunde, und heute, da lässt es gar nicht lange auf sich warten, mit der wunderbarsten Intro-Animation der Welt heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem ersten Game heute, am zweiten LCK-Spieltag von den letztjährigen, oder letztblittrigen, ist ein bisschen komischer Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, von den guten ROX Tigers gegen Samsung Galaxy. Und hier muss ich wirklich sagen, ROX Tigers mit einer sehr, sehr gewagten Team-Kombination, die sich allerdings natürlich, die werden nicht zum ersten Mal spielen. Das heißt, ich bin jetzt einfach mal komplett der neutrale Caster in dem Game. Sage einfach nichts, was ich davon denke, beziehungsweise ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Und lass mich davon überzeugen, dass es halt worth ist, genau diese Kombination hier zu spielen. Weil bisher muss ich sagen, in der Theorie sehe ich Samsung da ein bisschen vorne. Natürlich auch ein interessantes Matchup, ne? Victor gegen Aurelion, so wäre es mehr worth. Also ich denke, ROX Tigers haben auf jeden Fall ein übelst gutes Scaling. Aurelion skaliert auch unheimlich gut ins Late Game. Interessanterweise hier auch nicht mit Thunderlords gespielt, sondern wirklich mit den Windspeakers. Also da ist man schnell auf der Hut. Ja, er kriegt ja quasi dafür, dass er einen Gegner burstet. Lass mich lügen, ich glaube 30% waren das vom Max Life. Dann kriegt er halt extra Movement Speed dazu. Das ist natürlich für den Aurelion super wichtig, weil das Schwierigste an dem Champion, was dieses Skill Cap von ihm einfach am schwierigsten umzusetzen macht, ist halt wirklich das Positioning. Mit Movement Speed, mit extra Movement Speed kann ich mir vorstellen, dass es halt ein bisschen besser funktioniert. Dementsprechend, oh, ich bin Speaker, gesagt, meine Storm Raiders. Entschuldigung. Manchmal sind halt so die Wortfindungsstörungen am Start, aber ihr wusstet ja, was ich meine. Ja. Also hier ROX Tigers mit einer sehr, sehr außergewöhnlichen und Off-Meter Kombination am Start. Ah, Nami geht da ein bisschen auf Nerv. Ja, Bruce. Gute alte Bubble. Der gute Snap, der denkt sich bloß, ach komm. Kein Fisch zum Frühstück. Da hat er, glaube ich, nicht so Bock drauf. Muss halt natürlich auch achten, dass an so einem Support kein einziges CS im Jungle weggeht. Da können einzelne Camps, ne, oder so ein Wolf, der zum Beispiel weggeht, können halt ein Nachteil sein. Gerade wenn du vom Support so ein großes Camp-Minion quasi geklaut bekommst, ist es halt mega ätzend, weil du in EP zurückfällst, weil du langsamer unterwegs bist im Jungle Clear Speed, damit natürlich auch der Lanes-Bob viel, viel langsamer wird und es passieren kann, dass du halt nicht den Turret so schnell bekommst wie die Gegner, was ein guter Nachteil sein kann. Aber hier natürlich alles safe runtergespielt. Das mit dem Matchup ist halt wirklich das, wo ich, glaube ich, am meisten gerade so ein bisschen... Also es ist schwierig zu sagen in dem Game. Wie gesagt, wir haben so viele Off-Meter dabei. Der Swain interessiert mich natürlich persönlich sehr, sehr doll. Aber Aurelion hype ich halt auch ziemlich gut, ne? Oh, das hat keiner gesehen mit dem Cannon-Minion. Und wenn der Aurelion sich halt wirklich bezahlt macht, dann sage ich euch, dann gehe ich heute mit so einem breiten Grinsen nach Hause. Aurelion bisher ja ohne wirklich Erfolg gespielt. Aber, ich bin guten Mutes, ob es Tigers wissen nicht tun. Allerdings, der Lanes-Bob wird hier langsam zum Ende kommen. Der erste Turret wird fallen. Danach wird vermutlich der Reverse-Bob folgen. Das ist jetzt zum Beispiel auch wieder so ein Lanes-Bob, wo der Drache gerade übelst irrelevant ist. Wir haben gestern gesehen, dass der erste Lanes-Bob halt Risiken birgt, wenn du damit zum Beispiel einen Infernal Drake abgibst. Allerdings haben wir hier halt gerade... Ist das der Cloud Drake oder ist das der Ocean Drake? Ich glaube, es ist der Ocean Drake, weil der halt im Early wirklich nicht so viel ausmacht. Ich kann gerade überlegen, welches Zeichen sehen würde. Ich glaube, es ist grün. Ich sehe das gerade auf dem Bildschirm so schlecht, aber ich glaube, es ist der Ocean Drake. Ich muss mich da ein bisschen noch dran gewöhnen. Das geht schon. Der erste Turm wird jetzt hier fallen. Auf beiden Seiten. Und wir sehen schon. Die Balken werden einfach swappen. Und dann werden wir die 4-Turret-Variante sehen. Das heißt, GG. Die nächsten 4 Minuten wird effizient nichts passieren. Ein bisschen
schon dabei, seine Tunnel schön zu platzieren. Ist natürlich für eine Rexer auch so ein kleiner Nachteil, wenn du in den Swap reingehst. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass die zweite Jungle oder die zweite Route, der zweite Clear von einer Rexer ziemlich gut ist und ziemlich schnell ist. Was ist das Problem, wenn du in den Lane-Swap gehst? Oh, da kommt der erste Flash und der Flash gleich hinterher, aber das wird kein Kill geben. Kann ich dranbleiben. Kommt bloß ein bisschen Schaden rum. Also hier Flash auf Flash Trade. Für Rexer natürlich Flash auch ein wichtiges Utensil. Allerdings Kuro, wenn du als Aurelia in Mitte stehst quasi und als immobiler Champion kein Flash mehr zur Verfügung hast, ist es halt auch eine Gefahr. Und Rexer hat immer noch eine Kuro zur Verfügung. Also da sehr vorsichtig. Aber ich war beim Jungle Clear Speed stehen geblieben. Rexer hat jetzt nämlich das Problem, dass sie nicht perfekt die Tunnel durch den eigenen Jungle legen kann, weil nämlich diese Jungle-Grenze verschoben wird. Das kennt ihr ja mittlerweile alle. Die Jungle-Grenze ist gerade nicht der River im Lane-Swap, sondern ist die Midlane. Und man sieht es auch gerade, Rek'Sai vergnügt sich da oben im oberen Jungle. Das Problem ist, sobald der Reverse-Swap stattgefunden hat, ist es halt so, dass du wirklich, ja, den Jungle wieder wechseln musst. Das heißt, sobald der Reverse-Swap da war, wirst du nicht mehr den oberen Jungle kontrollieren, sondern wirst wieder in die alten Grenzen zurückgehen und wirst wieder in den River gehen. Und hast du natürlich keine Tunnel in deinem eigenen Jungle, was natürlich deinen Clear-Speed noch so ein bisschen runterschraubt. Das kommt da Rek'Sai nicht unbedingt entgegen, aber das sind halt so minimalistische Unterschiede, die jetzt gerade irgendwie fett machen. Der gute Rabe. Ja, Swain müssen wir ja auch ein bisschen drüber sprechen. Ne? Swain hat sich ja verändert. Das heißt, der E hat ein bisschen bessere, wie soll ich sagen, ein bisschen bessere Base-Damage-Werte bekommen, dass du ihn nicht unbedingt maximieren musst. Der Q wurde halt komplett geremaked. Früher hatten wir den Raben, den du mit Point-and-Click quasi einfach auf den Gegner casten konntest. Sobald er aus der Reichweite raus war, wurde er sofort unterbrochen. Ja, das wäre jetzt hast du quasi eine Void-Zone, die du erschaffst. Und alle, die drin stehen, die werden halt von diesem Raben markiert und durch den angegriffen. Champions werden dabei bevorzugt. Natürlich sehr, sehr angenehm ist, verbessert auch so ein bisschen sein Clear-Speed, was die Waves angeht. Allerdings darf man nicht vergessen, Swain, was die Wave-Clear angeht, noch immer so ein bisschen nachteilhaft belastet. Und die wird schon hart getradet, allerdings Lucian hier ein bisschen besser dran. Hat natürlich den Vorteil, dass er diese Level 3, 4, 5 fetten Power-Spikes hat und das Esri da nicht so viel gegen machen kann, einfach vom Champion-Kit her bedingt. Wenn man einfach den Vergleich zieht, klar. Ich meine, der gute Ruler, der hat noch nicht so viel. Das ist ein Longsword, was sich beim ersten Mal geholt hat, als er zurückgegangen ist. Aber du spielst das gegen einen Ezreal, der sich in Tier holen muss. Und die Tier gibt dir halt offiziell keine Combat-Stats. Dementsprechend wirst du so eine Trade zu dem Zeitpunkt immer verlieren. Lucian ist natürlich auch so ein bisschen mechanisch abhängiger Champion, weil du sehr, sehr gut diese Auto-Tags canceln musst. Oh Gott, hier kommt das Ultimate von Crown. Der hat natürlich noch seinen eigenen Flash zur Verfügung. Wird aber noch gestunt. Der ist mit in die Stun geflasht. Dude, mit alle Flash hinterher. Ultimate hat nicht getroffen von Aurelion. Und der Kill, der kann halt nicht erfolgen. Freunde, was ist das? Was ist los bei euch? Ah, ich glaube, die müssen noch ein bisschen warm werden. Also hier viele Flashes, die halt unnötig sind. Also wenn wir so ein bisschen drauf achten, Kuros Flash war beim ersten Mal absolut gerechtfertigt. Der Flash von Ambition hinterher war wahrscheinlich ein bisschen over the top. Also das war ein bisschen zu viel. Und jetzt auch hier, dass zum Beispiel als Echo sagt, alles klar, ich flash hinterher, ich habe kein Ultimate, die Kuppel ist nicht genug, sage ich mal, um genug Damage ranzubringen. Und da war der Flash halt auch sehr, sehr over the top, muss ich sagen. Also bisher immer Flash geflasht, jetzt auch Crown quasi. Da muss ich aber sagen, es war sehr, sehr knapp, weil Crown ist halt quasi in den Stun reingeflasht an der äußersten Grenze. Und seine Ultimate war noch immer drauf auf Crew. Ich kann verstehen, ich werde auch nachher geflasht. Hätte er dann noch einen Laser mit dem Ultimate durchbekommen nach dem Flash, dann wäre halt Gigi-Rip Kuro gewesen. Also da der Flash halt sehr, sehr knapp gesetzt, aber der Stun hat halt ausgereicht. Und das ist auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil den Stun, den du als Aurelion schießt, als Q, der wird immer größer, je weiter er fliegt. Und das Ding hat sich halt auch so ein bisschen ausgebreitet und wie gesagt, die Chance oder diese Fläche war halt übelst knapp, weil er dann auch nicht Flash reingekommen ist. Oh, Bashen, der vergnügt sich noch ein bisschen, wird sich gleich noch einen Red Buff gönnen. Ja, der Zeit, der Junge. Das ist halt das schöne Main-Swap. Weiß nicht immer ungefähr, wo die Kinder sind. Übrigens, der Reverse-Swap jetzt von beiden Teams, dadurch, dass sie die Mitte mit fokussiert haben, nicht perfekt ausgeführt. Man konnte nicht die beiden nächsten Turrets nehmen, was dazu führt, dass das Game jetzt natürlich ein bisschen stagnieren wird. Man muss natürlich auch ein bisschen bedenken, dass jeweils Top- bzw. Botlane auf der einen Hälfte einen kleinen Nachteil hat, weil du hast keinen Rückzugspunkt mehr, zu dem du einfach laufen kannst. Zack, da sagen die Sterne her mit dem Debuff. Der Midlane würde sich halt im 1v1, na wobei, das ist ein Matchup, wo du im 1v1 durchaus Kills fallen kannst. Das darf man vielleicht gar nicht so unterschätzen.
Und Crown hat einen guten Burst, hat einen guten Damage over Time. Und wir haben eben schon gesehen, mit dem offensiven Flash kannst du viel gegen den Aurelion machen. Weil er halt wirklich effektiv auf der Lane eine wesentliche Damage-Mechanik hat. Und das ist ein Stun. Klar, der W macht auch Schaden, ohne Frage. Aber wenn du clever gegen diese Sternmechanik spielst, schaffst du es halt, um sie herumzuspielen. Und der Stun ist das Einzige, was sie gefährlich werden kann, um nicht in den Sternen quasi zu binden. Und die halt wirklich stark vom Schaden her dort einzubinden. Und da bist du natürlich, wenn du offensiv flash, manchmal sehr, sehr gut in so einer Aurelion gewappnet. Allerdings hier noch immer die Anmerkung, vergesst nicht, auch Aurelion hat eine Ultimate, die ich da ganz, ganz schnell wieder zurückschmeißen kann. Das ist auch interessant. Ich hätte gedacht, dass es sogar eine etwas offensivere Echo-Variante im Jungle wird. Mit dem Rune quasi. Oh Gott, hier kommt der aggressive Trade. Und Swain juckt das halt nicht mehr. Der ist Level 7, der heilt sich jetzt so viel hoch gegen die Idee. Mittlerweile auch mit so wenig Mana-Kosten auf dem Ultimate. Dass er das auch nicht leisten kann. Früher war es ja so echt Pain, wenn du mit Swain da reingegangen bist. Quasi in einem kurzen Trade komplett umgegangen bist. Mittlerweile wurde ja die Pässe verbessert. Das heißt, du kriegst wesentlich Mana, wenn du in der Wave. Wir sind nicht mehr Mana, wenn der Rage Blade ist zurück, weil du ja die Last Hits über die Ultimate aufkriegst. Im optimalen Fall, muss man sagen. Ich habe da immer so ein bisschen die Probleme, dass meine Rahmen so fliegen, dass sie die Last Hits einfach nicht haben wollen. Und das haben wir dahingestellt. Hier jetzt also Rocks Tigers gerade mit einem TP-Advantage. Ja, ein bisschen guckt er so ein bisschen. Passive Fähigkeit erlaubt ihm natürlich, so ein bisschen zu sehen, wo sich der Mann mit dem Krugstab lang bewegt. Da diese Nahsystem. Von den Farmwerten haben wir keine großen Unterschiede. Dass da auf der Botlane ein bisschen Unterschied herrscht, ist klar. Wie gesagt, der Lucian spiked viel, viel früher als Ezreal. Ezreal braucht seine zwei Items. Wenn Mura Mana fertig hat, sein Iceborn dazu ist eigentlich super fein. Aber das dauert halt. Lucian ist da halt fein, wenn er schon, sag ich mal, ein BF-Sword oder ein Long-Sword auf Lane mitnehmen kann. Wo er einfach Damage-Vorteile entwickeln kann. Dafür ist Ezreal natürlich mit sehr, sehr viel Sicherheit auf der Lane gesegnet. Du hast halt einen sehr, sehr mobilen Spell und du hast halt einen sehr, sehr weitläufigen Spell. Alistar hier mit dem Engage, Flash Engage, Ingrid ist drauf und er trifft. Er geht noch hinterher, hinten kommt Smap, der ist hinterher gebohrt. Wir haben eben noch was Teleport Advantage besprochen und da ist es schon. Slow ist drauf, da kommen wir nicht raus. Keine Chance, Ruler ist First Blood. Da muss er einfach mal den Kopf hinhalten. Also geschickt gemacht. Muss man sagen, Smap hat da seinen Vorteil genutzt. Auf der anderen Seite musst du jetzt sagen, Maokai ist gut auf dem Vormarsch oben. Also da gibt es eine dicke Wave flöten. Und unten kannst du halt keinen Turret bekommen, weil der eigene Turret hat schon liegt. Hier sehen wir es nochmal, das Ganze. Teleport Inc. Also das Flash. Ich dachte erst wirklich, Gorilla kommt mit dem Flash nicht mehr in Reichweite. Ruler hätte eigentlich in dem Moment die QW-Kombo von Alistar flashen müssen. Dann wäre er sehr, sehr viel besser dort rausgekommen. An der Stelle natürlich ist der Kill dann schon sicher gewesen. Das ist ja halt wirklich die Frage. Na, hätte er das TP nicht kommen sehen. Wenn er die QW-Kombo geflasht hätte von Alistar. Und sind wir mal ehrlich, wenn Alistar auf dich raufflasht, weißt du, was passieren wird. Das ist ja die Frage, ob er noch rausgekommen wäre. Mit dem Scrap, der da in seinem Rücken steht. Er hat den Vorteil, oder den mechanischen Vorteil gegen den Swain, dass er den W von Swain einfach dashen kann. Das ist halt alles andere als sicherer CC. Meine klar, Swain hat den Slow. Aber die Dashes geben ja so viel Sicherheit, dass du einfach keine Angst haben musst, hart CC zu werden. Es ist wirklich ein Best of One, dann ist ein Best of Free heute. Sind hier irgendwo Best of One drin? Eigentlich sollte das nirgendwo so stehen. Wir sind heute auf jeden Fall ein Best of Free unterwegs. Allgemein in der LCK-Freunde, könnt ihr euch merken, werden wir diesen gesamten Split nur Best of Threes haben. Abgesehen von den Playoff Finals dann. Da werden wir natürlich wieder Best of Fives haben. Also predikte ich einfach mal. Es muss natürlich nicht so sein, wenn sich da irgendwer sagt, alles klar, wir machen da ein Best of Seven draus oder ein Best of Ten. Dann ist es natürlich so, aber ich gehe stark davon aus, dass die Mechanik, die sich seit den letzten Splits nicht geändert hat, auch so bleiben wird. Ist natürlich ein bisschen gegensätzlich zu EU und NA, die wir im letzten Split hatten. Deshalb kennen viele vielleicht diese Mechanik noch nicht aus Korea, dass sie halt immer schon das Best of 3 hatten. Allerdings, euch erwartet ja ab nächster Woche, ab Donnerstag, quasi auch eine Menge Überraschungen bei uns dann auch. In NA ist das Best of 3 angekommen, wir in EU müssen leider noch mit dem Best of 2 leben, aber ich denke auch irgendwann wird das Best of 3 bei uns noch ankommen.
Aber das Schöne für uns ist natürlich, es ist einfach die doppelte bzw. dreifache Anzahl an Spielen, die wir uns gönnen können, diesen Split. Und da freut sich natürlich jeder drauf. Erste Drache wird hier genommen. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Das ist halt ein Ocean Drake, der im Early nicht wirklich viel für dich wert ist. Wenn du natürlich zwei davon hast und wenn du im Optimalfall noch drei davon hast, wird der auch unangenehm. Aber man kann sich momentan schöne Drachen vorstellen. Aber man muss dazu sagen, du hast halt auch teilweise wirklich lange Teams für die Rocks, mit denen du sehr viel Sustain reingehen möchtest. Du kannst auch sehr viel Back halten. Also der Ocean Drake ist nicht schlecht für sie. Aber ich glaube, jeder denkt gerade so, Infernal Drake, geil. Der Mountain Drake ist halt auch so bedingt gut, muss ich mal sagen. Kommt immer darauf an, wie du dastehst im Game. Wenn du natürlich im Push bist oder wenn du in der Lage bist, die Objectives selber zu contesten, ist natürlich auch so ein Mountain Drake ziemlich worth. Oh, Leute, das ist wie Ultimate. Kriegst du noch fast hin, den zu stealen, den guten Debuff. Aber wenn du halt nicht in der Lage bist, sowas zu forcieren, dann ist der Mountain Drake halt komplett nutzlos für dich. Meiner Meinung nach der Cloud Drake momentan immer noch der unwichtigste. Oh, Guru muss hier aufpassen. Die nächste Instanz von der Ultimate hätte ihn mit Sicherheit getötet. Ich habe sofort den Flash gezogen. Man hätte sogar überlegen können, ob der Heal nicht weniger wert gewesen wäre und dementsprechend, ob der Heal hätte genutzt werden sollen, von der Ultimate wegzukommen. Weil je weiter du dich wegbewegen kannst von Victor, je langsamer kann er die Ultimate selber kontrollieren und du kriegst ja Movement Speed durch den Heal dazu. Ich glaube, er hat ein bisschen Angst gehabt, dass der nächste Tick wirklich noch durchkommt. Dann hätte er beide Summoners ziehen müssen. Also hier noch eher die vorsichtige Variante. Und das ist genau das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ne? Wir haben durchaus Killpotenzial hier in der Mitte. Aber auch von beiden Seiten. Problem ist halt immer, wenn du in der Mitte irgendwie einen mobilen Champion hast, der am besten noch HCC hat, ist es halt unmöglich, so eine Lane zu ganken. Aber wenn du sowas wie einen Victor hast, wenn du sowas wie einen Aurelion hast, dann ist es halt so, dass du HCC hast, aber Immobilität hast. Und den HTC halt outplayen kannst. Und in so einem Fall ist es halt durchaus möglich, im 1v1 einen Kill zu forcen. Ja, die erste Laserinstanz habe ich ganz getroffen. Victor, wie gesagt, mittlerweile Level 6 schon damit gesegnet, die Caster Minions komplett killen zu können mit dem Laser. Was halt super sweet ist. Also auf die Itembilds ein bisschen schauen, da gibt es halt nichts Sonderliches. Der Echo wird auf jeden Fall auf die Tank-Variante gespielt und das wird, muss ich sagen, im Late-Game halt übel ekelhaft werden. Du hast einen Tank-Echo dabei, du hast einen Swain dabei, der halt auch ins Tank geht. Wir sehen schon, der geht in Richtung Spirit-Visage, der Güte. Du hast halt noch einen guten Astrid dabei, der einfach zu Tode kitet. Du hast einen Gorilla dabei auf dem Alistar, der halt auch mega tanky ist. Und auch Aurelion, darf man nicht unterschätzen, der wird auch annähernd tanky. Er geht ja meistens auch diese Rod Rileys-Variante und das ist halt super unangenehm. Ein bisschen hat er sein Team hinter sich, kann sich ohne Probleme die Pinkboard gönnen. Also bisher vom Gold, die Rocks Tigers ein bisschen vorne, aber ich sag mal 400 Gold ist mir egal. Der 300 Gold ist zu dem Zeitpunkt nicht so viel. QW tut sein Bestes da, um wirklich mit ihm traden zu können, aber wir sehen, das, was ich vorhin angesprochen habe, ist halt das große Problem für den Maokai. Er kann keine kurzen oder langen Trades nehmen, wo er kurz reingeht, ihm mal Viertel Life burstet, weil King Sustain Champions ist es nichts wert. Das ist derselbe Grund, warum Maokai zum Beispiel nicht gegen Vladimir gespielt wird, das ist derselbe Grund, warum du ihn auch nicht gerne gegen Echo spielst, wobei bei Echo kommt halt noch dieser prozentuale Schaden dazu. Du kannst halt kein Outtraden, weil sie sich einfach zu viel hochheilen. Und da gehört Swain auf jeden Fall mit rein. Ist auch eine clever Rotation gewesen. Weil der Echo war definitiv, denke ich, für die Top-Lane gedacht, wurde jetzt als Max-Pick eingesetzt. Und der Swain wurde halt einfach als Counter-Pick für den Maokai genommen. Und bisher, so wie der Lane-Swap verlaufen ist, hatte halt der Swain keine Probleme und kommt super ins Game rein. Und ab 2-3 Items wird er halt wirklich langsam zur Bestie. Also bisher zahlt sich der Pick wunderbar aus. Das Game natürlich als solches ist noch ziemlich sicher. So wie wir es von der guten alten LCK kennen. Bis Minute 20 habe ich das Gefühl, wir fallen im Durchschnitt nicht mehr als 2 Kills. Jetzt haben wir wirklich bloß den einen Kill auf Ruler, auf der Botlane gesehen, was aber auf der Lane nicht viel Unterschiede gemacht hat. Das ist halt, dass Ezreal die Lane erleichtert, muss man halt wirklich so sagen. Der konnte jetzt halt ohne Probleme gegenfarmen und lag halt vom Farm auch ein bisschen hinten, hat er ausgleichen können. Wir sehen jetzt halt auch ein typisch koreanisches Bild, wie die meisten sagen würden, auf Lucian. Da wird wahrscheinlich von Numus und Black Lever später noch bilden. Was mal eine interessante Variante ist, das Problem, was ich dabei bloß sehe, du spielst halt gegen eine Hyper-Late-Game-Kombination. Mit diesen Flat-Armor-Pen-Werten
bist du halt übelst gut gegen Gegner gewappnet, die halt noch keine Armor aufgebaut haben. Es hat Flat Armor, was du runtersetzt, damit du quasi fast True Damage an den Gegner machst. Das Problem, was du dabei hast, wenn die Gegner anfangen Armor aufzubauen und erstmal sind ihre ersten Rüstungs-Items haben, dann ist das Ding nämlich nicht mehr so warp. Das heißt, das Bild, was er als solches gerade fährt, wird nicht mehr so geil ins Late-Game skalieren. Jumus ist da nicht so gut. Und gegen eine Teamkomposition, die halt wirklich hypermäßig gute Late-Game-Scalings hat, wird das, glaube ich, schwierig. Also mit Ezreal, mit Aurelion und mit Smap aus Wayne wird das schwierig werden. Und da wäre ich persönlich hätte vielleicht ein anderes Bild gefahren, aber vielleicht können sie sich im Midgame ja einen Snowball gönnen. Oh, stimmt. Oh, ich bin gerade so glücklich. Gestern habe ich mich ja noch so ein bisschen beschwert, ne? Da habe ich mal gesagt, oh, 5 Drakes wurden schon gemacht und ich habe immer überlegt, wer hat welchen Drake bekommen. Da steht 2 zu 3 Drakes und da war 2 Clouds dabei, 2 Infernals dabei, ein Mountain Drake dabei und du weißt nicht, wer hat wen bekommen. Und guck mal, Freunde, was sehe ich da heute oben rechts? Da ist ja sogar eine Drake-Anzeige mit dabei. Ja, das macht mich glücklich. Also, vielen Dank, liebes Victo. Damit habt ihr mich wirklich glücklich gemacht. Ich habe gestern auch kurz überlegt, ob man sowas selber noch einfügen kann. Oh mein Gott, hier geht ein Teamfight los. Verbleibt man mich da ein bisschen. Elster wird abgeholt. Auf der anderen Seite wird auf jeden Fall Victor gleich in die Mangel genommen. Kommt dann aufgrund seiner Immobilität überhaupt nicht mehr raus. Hier versucht man das Ganze ein bisschen zu disengagen. Prey versucht dran zu bleiben, hat aber sein Iceborn noch nicht fertig. Und ohne das Iceborn wirst du da auch nicht so gut downchasen können. Man sieht zwar, dass der ein oder andere Q trifft. Habe ich gesagt, er hat sein Iceborn fertig. Ah, dann war es auch cooler, neben dass er getroffen hat. Ich wollte gerade sagen, jetzt kam die Fläche doch durch. Er hat nämlich 2 Qs gerade gelandet, die keinen Iceborn-Effekt getriggert haben. Da muss ich mich korrigieren. Er hat das Eisbock fertig. Hier jetzt. Ambition wunderbar flankiert. Kein Eisbock Lock-Up. Der kommt allerdings raus. Aber Aurelion ist viel zu tief. Smap kann sich ja natürlich locker gegenhalten. Aber ein Kill muss hier fallen. Kuro hat sich da super, super tief reinbegeben in diesen Turm. Also da musst du aufpassen. Wenn du immobile Midlaner spielst, das hat sowohl Crown als auch Kuro gerade gemerkt, dann musst du aufpassen, wie deep du gehst. Und da hat natürlich Ambition gerade einen wunderbaren Verlierungspunkt gefunden. Kommt einfach von den Raptoren runter und knockt ab. Einfach in die Luft. Prey hat natürlich noch so diese easy Mechanik, dass er mit seinem Arcane Shift dort rauskommt und quasi im Knock-Up, während er gestunt wird, noch einen Dash zu verfügen hat. Oder einen Blink, muss man ja sagen. Ich sag den Dash in dem Sinne. Also bei Ashley, man sieht kurz vor, und nehmen ein bisschen, der bleibt halt dran. Der ist mittlerweile schon tanky geworden. Knock-Up trifft hier aber nicht. Und dann muss man das Ganze ein bisschen disengagen. Das war natürlich unlucky. Ich würde gerne jetzt Replay sehen. Wir haben gerade 2 wichtige SBQs gesehen, die halt wirklich keinen Eisbomb getriggert haben. Das war einmal in dieser Position quasi, wo du in die eigene Hälfte über den River gelaufen bist, wo halt 4 Mann hätte ein Eisbornfeld triggern können. Was halt vom Slow her übelst gut gewesen wäre. Ambition wieder ziemlich tief drin, Gorilla mit noch keinem Ultimate Stelle, wird einfach abgeholt. Der stirbt und einfach Ambition jetzt, aber auch gefährdet, muss sterben. Hier bisher 1:1 getradet, Smell versucht das Ganze weg zu tanken und hat da überhaupt kein Problem mit. Also hier auch wieder. Die Schlagabtausche wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Das Problem ist, und das merkt man gerade aus, Smap wird später eine Hürde werden, die du nicht mehr überwinden kannst. Der Junge stellt sich jetzt schon einfach mal dazwischen. Der Tank und der Tank und der Tank. Der hält sich halt dabei auch noch so hoch. Also man darf nicht unterschätzen, dass natürlich auch ein Swain Schaden über Zeit macht. Allerdings ist der Schaden jetzt nicht so hoch. Die Tank in der Sustain allerdings schon. Ja, hier natürlich wunderbare Entscheidung von einem bisschen Gorilla, der noch weg ihn aber auch so, dass er auch noch beide hochwerfen kann. Also hier keine gute Entscheidung von ihm, aber ein bisschen ist natürlich so ein bisschen deep und kriegt da alles ins Gesicht. Hat er natürlich auch eine Menge Coolans von den Gegnern bekommen. Aber der Drache konnte damit unterbrochen werden. Und der Drache immer noch ein Ziel. Also der Mountain Break nicht schlecht, wenn man damit wirklich mehr anfangen kann. Ist aber gewordet. Das sind auch alle zur Stelle. Wobei, ne, Swap hat kein TP. Ohne das TP müssen wir natürlich aufpassen. Mit 4 gegen 5 Fight müssen wir nicht mitnehmen. Also wirklich der Spiel die einzige Möglichkeit. Peanut hat natürlich die Möglichkeit rüberzugehen und mit seinem Ultimate wieder rauszugehen. Ah, er kriegt das gespielt. Und er ist so lange zu zählen, der kommt mit dem Ultimate nicht wieder raus. Alles klar. Ich sag noch, er hat die Möglichkeit. Aber wenn du halt einfach in die Chain CC kommst und in den Rex einen Knocker habt, in den Maokai CC, in die Bubble rein, dann bist du halt auch als Peanut, der im Jungle ja nicht so schnell so tanky wird wie auf der Toplane, wo er Solo Experience und vor allen Dingen auch Solo Gold bekommt. Dann bist du halt ziemlich schnell tot. Und da hat er sich selber ein bisschen überschätzt. Die Drachen werden natürlich so hoch geahndet, dass man sagt, alles klar, wenn man bekommt, dann ist es auch ein Kill-Trade-Worth. Aber an der Stelle hast du halt Drachen und Kill verloren. Und das ist natürlich dann eine Situation, die ziemlich unangenehm für dich ist. Ja, ein bisschen gesegnet.
Mission geht jetzt auch eine etwas aggressivere Variante. Geht jetzt noch in Richtung Titanic Hydra. Was für Warp ist auf Rek'Sai. Das darf man nicht unterschätzen. Titanic Hydra wurde ja als solches genervt, was den Base-Schaden angeht. Allerdings für Rek'Sai immer noch gut. Und es gibt so ein, zwei Champions, die halt immer noch gut was damit anfangen können. Das ist zum einen Rek'Sai, auch Shyvana profitiert noch gut davon. Weil du halt basemäßig gute Stats hast, weil du mit maximal Leben skalierst und weil du halt diese guten Stats, also wenn wir jetzt Shyvana zum Beispiel als Beispiel nehmen, dann kriegst du ja über die Passive quasi Resis dazu und die Resis skalieren natürlich auch mit maximalem Leben, was du mit halt titanische, heißt die titanische Hydra auf Deutsch? Ich glaube schon. Also titanische Hydra halt umso wertvoller für dich macht. Resis skalieren immer mit maximalem Leben. Ja, das muss man sich einfach merken. Wenn man einfach nur Resis hat und kein Life, kriegst du natürlich relativ wenig. Man muss ein bisschen, allerdings wieder ein bisschen. Noch Peanuts sind in der Lage, sich selber zu töten. Ist halt so witzig. Bei Toplane ist es halt der ähnliche Fall. Die hat mittlerweile auch sein Zwirbelwissen fertig. Smap natürlich auch. Und die heilen sich halt mehr hoch, als sie Schaden voneinander kassieren. Die könnten wahrscheinlich ein Jahr gegeneinander kämpfen, bis sie out of Mana sind. Und es würde noch immer keine Half-Life droppen. Muss man halt jetzt auch so ein bisschen relativieren. Was ist halt besser? Für dein Team Tank? Scaling ist besser im Late Game oder sind wieder im Team quasi so halbe Damage und halbe Tank Scaling, so Bruiser-artig quasi. Oder mehr Warp. Ich muss sagen, dahingehend haben die Rocksteigers natürlich ein schön ausgeglichenes Team. Gorilla hier schon sehr weit vorne, muss aber viel Schaden nehmen, bevor die Ultimate zünden kann. Crew hat seinen Stun komplett ins Leere gehauen. Da sollte man ein bisschen engagen, zumindest bis die Cooldowns vorhanden sind. Gorilla soll auch aufpassen. Klar, die Ultimate hilft ihm gut. Aber die Alistar Ultimate wird ja auch in der ersten Instanz quasi genervt. Von der Damage Reduction her. Und wenn du da bloß noch ein Drittel Life oder ein Viertel Life hast, musst du natürlich trotzdem aufpassen, dass du nicht stirbst, trotz deiner Ultimate. Das war die richtige Entscheidung, sofort zu disengagen. Ich muss sagen, das ist so vom Prinzip her ein Game, wo noch viele kleine Fehler gemacht werden. Woher eher ungewöhnlich. Aber schön zu sehen, weil es sind natürlich auch bloß Menschen. Wenn ich an die ganzen Flashes denke. Deshalb denken, das ist jetzt auch das erste offizielle Game quasi in dem Split. Da will man sich natürlich auch noch so ein bisschen beschnuppern auf dem neuen Patch. Will man schauen, was hat der Gegner parat, was hat er für eine Taktik. Victor bisher sehr, sehr high-rated anscheinend in Korea. Swain ja gestern komplett unangetastet in allen vier Games. Weder gebannt noch gepickt gewesen. Aber gerade gegen diesen Maokai macht er sich gerade bezahlt. Aber wir sehen auch gerade die Farmunterschiede. Farmunterschiede sind natürlich für einen Maokai von Toplane irrelevant, weil er ein sehr, sehr billiges Champion-Kit hat, was nicht viel kostet und ihm trotzdem die Nutzen verschafft, den er braucht, weil er einfach so unheimlich viel CC und Tankiness von Natur aus mit sich bringt. Und Swain hingegen braucht halt ultra teure Items und skaliert halt hypermäßig mit den Items mit. Weshalb Swain auf den ersten Leveln, in den ersten ein, zwei Items halt nicht so stark auf der Top-Lane. Aber wir sehen halt jetzt schon, es geht in Richtung Rileys und dann kommt halt der Utility-Faktor, es kommt der Schaden und es kommt die Tankiness bei ihm dazu. Also Swain skaliert da natürlich noch um einiges mehr mit den Items und entsprechend ist der Farmvorteil für ihn schon ganz schnieke. Ist ja auch noch keine großen Unterschiede. Das ist so ein bisschen der Goldunterschied, wie man auch sieht, der eine Turm, der da fehlt. Ansonsten haben wir ungefähr 1000 Gold Unterschied, ohne den Midlane-Turm, der ja noch mit reinzählt. Und das ist halt noch nicht die Welt. In anderen Worten, es geht hier wirklich momentan bloß noch darum, wie werden die Kämpfe initiiert. Wo kann ich den Gegner catchen? Wünsche ich mir auf den falschen Fuß. Hier wird der Laser einfach mal benutzt, um zu scouten. Denn auch der Laser, der deckt die Karte halt auf. Für die, die es nicht wissen, einfach mal Laser in den Busch gesetzt und du weißt genau, wer drin ist. Was ist ein Teemo? Wenn Teemo im Busch sitzen, wüssten wahrscheinlich damit nicht scouten können und Team der ist das Problem. Das stört ihn halt überhaupt nicht. Der killt einfach die Wave, wenn der neben ihm steht. Das muss er halt auch sagen. Die Ultimate von Swain ist dahingehend besser geworden, dass er quasi mehr Raben zur Verfügung hat, die aber weniger schnell auf das gleiche Ziel rauffliegen. Also gegen Single Targets und Champions ist es natürlich nicht so worth, aber hier Gorilla wird in Beschlag genommen, der wird da nicht mehr rauskommen. Man sieht, die Ultimate verhindert nicht mehr so viel Schaden wie früher. Und da war der Junge einfach viel zu weit out of position. Jetzt Map hier in den Angriff, flasht einfach rauf. Der ist noch nicht so tanky, der Junge. Die Wave trifft nicht, muss da rausflashen, kann aber nicht die Snare durchbringen. Das bringt ihn super in Gefahr und im Endeffekt gegen vier Mann bist du auch nicht so tanky, dass du für immer überlebst. Er kann zwar sich sehr, sehr lange gegen wehren, aber der Kill wird fallen. Und auf der anderen Seite reagiert man jetzt total richtig. Man hat lange gebraucht, man hat sehr lange gebraucht, das Web zu kriegen und sagt sich einfach, Top-Lane-Turret, Mid-Lane-Turret, die kann man nicht verteidigen. Also hier der Kill nicht worth an der Stelle.
für Samsung, muss man wirklich so ein bisschen erwähnen. Klar, man denkt sich immer, wow, ist ein Kill. Die liegen jetzt schon 3 Kills vorne, aber es waren einfach 2 Türme, die sie dafür hergegeben haben für einen Kill. Und das ist halt absolut nicht worth. Na klar, Gorilla war so ein kleines Schmankerl. Den Gorilla, den gab es quasi umsonst oben rauf. Aber so weit und so deep und vor allem so viel zu investieren fürs Map war es nicht mehr ganz worth. Der nächste Drache. Also hier heute eine bunte Durchmischung. Gestern waren es gefühlt bloß Infernal Breaks, die gekommen sind. Heute haben wir wirklich alles dabei. Die ersten 3 Drachen einmal komplett durch den Tank. Der Mission Tank, der guckt das weg. Aber Smap, wo ist der denn? Der steht ja in 5 Mann drin und wurde einfach komplett aus dem Leben gerissen. Also da hat er sich, glaube ich, mehr tankiger eingeschätzt, als er wirklich war. Weil so viel kann der Junge nicht aushalten. Bray muss da leiden. Kriegt den ganzen Burst ins Gesicht. Die Ultimate. Holt ihn einfach ab. Peanut in Gefahr. Hat kein Mana mehr. Der Flash hilft mir aber noch mal aus der Situation heraus. Also ich muss sagen, die Rocks Tigers spielen clever, aber sie machen viele Fehler gerade, was Positioning angeht. Und die werden gerade super hart bestraft. Smap Dodge, vollkommen fehl am Platz. Der Junge teleportiert sich komplett in seinen Suizid mit rein. Und jetzt der Nasher, natürlich eine logische Konsequenz. Du hast zwar Peanut, der auch noch einen Smite hat und auch mittlerweile wieder Mana hat, aber ob sie schnell genug da sind, ist halt die Frage. So ein schöner Mountain Break, der hilft dir natürlich, so einen Drachen-Nasher schnell zu machen. Und der Nasher, der muss fallen. Also hier logische Konsequenz. Den Nasher, der aus 2 Kills folgt. Oh, Smap, was hast du dort nur getan? Und auch Prey, der sich halt quasi gebaitet dort fühlt. Er hat halt keine Vision. Portet sich da einfach rein auf den Tunnel, der dir halt auch keine großartige... Nee, er hat wahrscheinlich einen Bot teleportiert, die auch keine großartige Vision gibt. Und du wusstest nicht, wer wo ist. Hattest keine Vision gehabt. Du musst halt einfach von 5 Mann umzingeln. Aber das war so ein riskanter Move. Da unten in der Anzeige sehen wir nochmal, da wurde der Cloud Drake noch abgeholt. Also hier 3 Drachen zusammen so zur Verfügung. Wir sehen, Victor hat nicht so viele Initialschaden wie früher, aber wenn er in der Lage ist, sein Ultimate auf den Carry zu lassen, der Flash hat ihm geholfen, dass er halt die Ultimate schneller kontrollieren kann, dann macht das Ding halt so einen Schaden. Wenn du die kompletten Instanzen durchkriegst, glaube ich, von dem Ultimate, hast du basemäßig momentan im Late Game wie 2500 Schaden in Carries. Also der theoretische Ultimate-Schaden ist ziemlich heftig von Victor, aber es wird halt schwierig. Wenn du gegen Kuro oder wenn du gegen Peanut und Snap in den Fight reingehen musst, um die Ultimate perfekt oder auszubalancieren, das ist nicht mehr so einfach. Hier an der Stelle hat er natürlich ein super Positioning gehabt und hat quasi Prey schon bekommen, bevor der überhaupt reagieren konnte. Ich glaube, die koreanische Stimme. Das mit dem Botlane-Push. Das ist natürlich cool, dass du jetzt mit Nasher gegen die Wave reagieren kannst. Klar, du hast einen guten Wave, der auf die Caster-Minions, aber die Nahkampf-Minions sind das große Problem, was du gerade hast. Da muss Prey halt ein bisschen für herhalten. Und du hast einen Victor, der halt sehr, sehr deep dafür auch pushen kann, sag ich mal, und dich auch poken kann. Und der Laser hat eine ordentliche Reichweite. Genau, wie geht hier einfach in den Split-Push rein. Das ist mit dem Nashbuff immer eine ganz gute Idee. Wenn du halt quasi statt einer gebufften Lane vielleicht 2 hast. Ja, das ist ja irrelevant für ein bisschen. Er lacht sich über den Schaden, glaube ich, ein bisschen tot. Ich habe das Gefühl, er heilt sich mehr über seine Pässe, dass er Leben verliert. Ja, man sieht das kleine Minion da hinten, das ist halt toxisch. Das ist halt die Artillerie, der immer auf den Bunker schießt. Der Bunker bekommt langsam Risse. Das war der erste Turm. Ich denke, jetzt wird die Botlane-Rotation kommen und auf den Turm wird man sichern können. Prey muss sich ein bisschen aufpassen. Der Flash kommt hinterher. Ist auf jeden Fall genockt, aber wo ist der Follow-up? Ambition, wo ist sein Team? Die Wave trifft Prey nochmal. GW ist jetzt am Start, kann Gorilla dort einmal snaren. Allerdings da nicht mehr die Gefahr für ihn gegeben. Jetzt ist einfach sein Ultimate und hier entsteht ein ganz abstruser Fight. Aber es sieht halt danach aus, als ob keiner stirbt und keiner Leben verliert. Smap jetzt in Gefahr, muss die ersten Kills und die ersten Schaden entgegen. Nein, Kills natürlich nicht. Aber wie gesagt, die sind so tanky. Das ist halt super ekelhaft. So, das ist genau das, was ich von Anfang an gesagt habe. Die sind so tanky bei Rocks Tigers. Smap, Peanut, Kuro, Prey sehr mobil, Gorilla. So, wen willst du fokussieren? Wen willst du sofort rausnehmen? Smap ist sogar eine ganz gute Idee, weil er noch nicht so tanky ist. Zumindest er erscheint tanky, aber gegen sowas wie Lucian wirst du trotzdem noch ziemlich schnell zerrippt. Aber holy moly, das sind halt so eine unkontrollierten Fights gerade, weil der Fokus, und das ist glaube ich genau der Punkt, weil der Fokus in keinem Team so richtig klar ist. Du nimmst quasi immer das, was vor deinem Gesicht steht und versuchst das als erstes tot zu kriegen.
Das ist ziemlich schwierig. Prey ist natürlich so immer Main-Fokus, aber an Prey kommst du nicht ran. Ein bisschen hat sein Bestes getan, aber da war halt bei weitem noch kein Follow-up da. Das ist halt so ekelhaft. Beide Midlaner haben Rileys, was sie auch so annähernd tanky macht. Beide Jungler sind Tank-Jungler, beide Top-Laner sind Tanks, zumindest ein Off-Tank und ein Tank. Freunde, wo ist die Carry-Meter hin? Ich vermisse sie! Wo sind die Plays von den Carries? Das ist ja, das ist übelst ekelhaft anzusehen, wenn du halt quasi 30-Sekunden-Fight hast, wo alle aufeinander einkloppen und dann gehen sie alle wieder raus und denkst dir, alles klar. Hat nichts gebracht, probieren wir es irgendwann wieder nochmal. Das ist jetzt halt natürlich auch ein Bild von Ruler, dass ihm gegen die Tanks und gegen die ganze Armor später nicht mehr so viel weiterhelfen wird. Mit dem Crit-Bild oder mit einem Crit-Bild wäre er natürlich so viel besser gefahren. Ich meine, das Game ist noch lange nicht vorbei. Vielleicht geht es ja auch noch 30 Minuten. Das heißt, er könnte seine ganzen Items mal umrüsten, um auf ein Late-Game-Scale-lastiges Bild zu gehen. Aber Crit kombiniert mit prozentualer Armor-Pen ist quasi das, was dem Late-Game immer am meisten bringt, um wirklich tiefer dominieren zu können. Und jetzt wird dieses Yumus, Black Cleaver, Last Whisper-Bild halt so ein bisschen abbauen nach und nach. Schwieriger werden. Jetzt kommt halt so das erste Crit-Item bei ihm mit dazu. Ist aber schwierig, das umzusetzen. So ein Alpha, der gibt dir halt nicht so viel Crit-Chance, dass du sagen würdest, alles klar, ich kann tiefer durch die Crits entscheiden. Schauen wir da, um den Botlane anzupushen. Das ist natürlich schön, wenn du jetzt versuchst, effektiv zu spielen, wenn du zum Beispiel mit Slowpush arbeitest. Du hast jetzt die Objectives, die im Prinzip das Spiel entscheiden müssen. Du wirst mit purem Push und mit purer Gewalt wirst du es nicht schaffen, in den Space reinzukommen. Weil du auf der einen Seite halt Aurelion hast, der die Waves wegfeiert. Du hast das Map, der das Ganze auch frontline kann quasi, ohne Probleme. Und auf der anderen Seite hast du halt einen Crown, der mit dem Laser durch die Wave auch das ganze Ding wegfeiern kann. Also jetzt ist wirklich sehr, sehr viel Verstand von den Teams gefragt. Du kannst halt überlegen, wie du es machst. Du kannst einen Slow Push auf einer Wave initiieren, der halt wirklich sehr, sehr langsam voranschreitet, kannst versuchen, einen Teleport damit zu forcieren und kannst danach versuchen, einen Teleport-Advantage und einen zweiten Slowpush quasi, um so ein Objective zu spielen. Aber das ist halt erstmal übelst schwierig in die Wege zu leiten, weil der Gegner natürlich auch die Fehler machen muss, um sowas nicht zu sehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein sehr, sehr langes Spiel werden wird. Goldunterschiede bisher ziemlich beträchtlich eigentlich, wenn man so davon ausgeht, dass nicht viele Kills gefallen sind. Also 8000 Gold macht da schon viel was höher für Samsung, aber die haben halt einfach Probleme mit der Tankiness und damit, dass die Fights einfach zu lange gehen. Meine kleine Nash hat ihnen halt auch einen guten Gold-Lead gegeben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, nächste Drache, der spawnt, ist der Elder Drake. Wir haben die 35-Minuten-Marke schon überschritten und der könnte natürlich bei drei Drachen nochmal sehr, sehr hilfreich sein. Also egal, was sie bekommen von den Objectives, für Samsung ist es gerade ein großer Vorteil und wahrscheinlich sogar schon fast ein Muss, dass sie bekommen, um da wirklich weiter nach vorne zu kommen. Jetzt Teleport kommt, Flankierung ist real. Ah, okay, der kommt halt schnell, schnell rein, aber der Engage vorher initiiert, Raven bleibt abgeholt! Die haben einfach Engage, bevor die Flankierung da war. Alistar ist da und Crown super im Bedrängnis, wird die auch einmal abgeholt, kann mit der Ultimate nicht genug Schaden durchbringen. Und jetzt Kuro ist im Bedrängnis, aber hat halt überhaupt kein Problem. Maokai macht zu wenig Schaden und der slowt ihn einfach immer. Ist jetzt aber hinten alleine auf der anderen Seite. Wird Ruler abgeholt, er hat keinen Schaden, um genug gegen Peanut oder das Map ausrichten zu können. Also hier, man sieht es wieder, der Schaden fehlt einfach gerade bei Samsung. Die fighten 15 Sekunden, die fighten 20 Sekunden, die fighten 30 Sekunden und sie kriegen halt niemanden tot. Und im Endeffekt schaffen halt die Tanks die Carries zu überwältigen. Crown hat natürlich auch das ganz, ganz große Problem, dass er mit dem Teleport spielt und nur einen Flash zur Verfügung hat. Und als immobiler Champion, wenn du selber gegen so ein HTC-Team engaged wirst, hast du halt ein echtes Problem. Hier hat er halt wunderbar die Alistar-Kombination geflasht. Allerdings Alistar, der tankt das alles weg. Die Nami-Wave hat halt übelst schlecht getroffen, muss man so sagen. Nur Alistar hat drin gestanden, alle anderen haben sich da perfekt positioniert. Und jetzt steht Crown hat drei Mann gegenüber. Und man sieht, der Burst ist einfach nicht vorhanden bei ihm. Der hat nicht mal annähernd eine Chance. Crew hat, glaube ich, zwei oder drei Instanzen von dem Ultimate geschluckt, aber wird halt nicht annähernd getötet. Und guckt euch das an. Snap schluckt einfach null Schaden. Einfach null. Also dieser Swain wird jetzt im Late Game ein Riesenproblem werden. An dem kommen die nicht so einfach vorbei. Vor allem, der hat halt auch Armor gebaut. Der hat ein schönes Hourglass zur Stelle. Der kann das Ding einfach forever tanken. Oh Gott, Peanut geht damit rein. Snap kommt mit der Umgangswaffe angerast. Ist super schnell drin. Und heilt sich einfach hoch. Und er heilt sich und er heilt sich. Der Snare trifft allerdings nicht. Genauso wie die Welle. Die Welle geht komplett ins Leere. Blitz, platsch.
Peanut ist jetzt mit drin, Gorilla auch, der CC ist real. Man versucht die Tanks abzuholen, aber jetzt Ruler muss das halt nicht gesegnet. Crown kann da oben noch laufen, aber gegen drei Mann kann auch er nicht fliehen. Kann auch ein Kill mitnehmen. Der ganze Spalt gerät aus dem Ruder. 2-2 getradet, ist ja ein bisschen in Gefahr, wird gesnared. Gorilla bleibt da dran und Smap, der läuft und läuft. Muss natürlich ein bisschen mit Mana sparen und jetzt wird kein Kill mehr fallen. Guckt euch das an, die sind alle so tanky. Aber die haben einfach nicht genug Mana, um die Fights weiter mitzumachen. Die Fights gehen einfach Ewigkeiten, bis alle alles raus haben. Ja, der Einzige, der jetzt hätte quasi noch weiterfighten können, ist Kuro. Und der ist nicht mehr alleine in der Lage, so viel CC rauszubringen, um den Gegner an Ort und Stelle zu halten. Also hier wirklich, man sieht es wieder. Oh, da ist ja nicht mit anzuschauen. Und sie tanken, und sie tanken. Und hier die Wave geht natürlich nichts, was sehr, sehr schön für die Carries ist. Prey ist da erstmal gut in Position. Gorilla hat halt super engaged, muss man einfach so sagen. Kann Crown da hinten perfekt rausnehmen. Crown ist gezwungen, halt die Frontline in Fokus zu nehmen, was ihm halt sehr, sehr Schwierigkeiten bereitet. Kann im Endeffekt Peanut dort oben nochmal töten. Aber muss halt auch das zeitliche segnen und auf der anderen Seite bleibt Kuro halt übrig. Und Kuro ist genau der Punkt, an dem du gerade nicht vorbeikommst. Auch hier, dann braucht nicht so viel Mana. Klar, da muss er ein Beamer abhaben, aber der braucht nicht so viel Mana im Fight. Da muss er nichts anderes casten. Und das ist genau das Problem, was wir da gerade hatten. Also hier noch ein sehr, sehr ausgeglichener Fight und sehr, sehr langer. Das ist halt ein Game, das willst du als Carry nicht spielen. Ich glaube, Carry ist gerade die undankbarste Position, die du hast in diesem Game. Ruler muss sich bloß denken, so, was ist das? Ich komme an keinem vorbei und kriege keinen Impact. Ja, mit Prey geht's ja auch eh nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Samsung untanky ist. Die haben Rek'Sai, die haben Maokai, der alle noch tankiger macht. Die haben Crown, der da jetzt wahrscheinlich noch in Richtung Hourglass gehen würde, also auch noch ein bisschen tankiger wird. Oder er geht noch in Richtung Deathcap, was für ihn ehrlich gesagt besser skalieren würde. Also ich würde gar nicht aufs Hourglass gehen. Aber ich denke, er wird dann die passive Variante nehmen, weil er einfach länger in den Fights bleiben möchte. Und was ich bisher sagen muss, wir haben gestern schon mal Nami gesehen. Ich muss auch sagen, die Nami zahlt sich bisher in dem Game wenig aus. In dem Game, wo halt eh alle viel Sustain haben. Ist der Name ist Sustain in die Fights nicht mehr so relevant. Sie hat halt wirklich bis eine Wave und eine Bubble zur Verfügung. Bubble wirst du meistens nicht in Reichweite sein. Die Wave, die letzten beiden haben halt echt nicht so gut getroffen. Aber es war auch eine schlechte Ausgangsposition, muss man einfach dazu sagen. Ah, ist Kalle mit dir gezogen. Ah. Immerhin so 15% weg von Snaps Life, aber das stört ihn natürlich gar nicht. Wenn erstens Snap trifft und seine Ultimate anhat, ein, zwei Raben, dann ist er wieder full lived. Stimmt, das Hourglass wird gar nicht mehr aus dem Nidlessly gebaut, habe ich gesagt. Das alte Hourglass wäre aus dem Nidlessly gebaut worden. Das neue wird da beim Codex gebaut und gibt da coole Cooler Reduction. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Das Hourglass ist auch, muss ich sagen, das Item, wo ich momentan immer wieder das Remake vergesse. Abyssal und so weiter und der Protobell, alles kein Problem. Aber im Hourglass bin ich halt übelst oldschool. Kann vielleicht sein, dass ich das Hourglass einfach zu selten selber baue. Wir brauchen keine Defensive Stats. Wir brauchen nur All-In-Stats. Jetzt wieder ein bisschen Tempo rausgenommen. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Das wird in dem Game jetzt bloß um die Objectives gehen. Also, hört euch das an. Meine Prediction wird sein, irgendwann kommt ein Fight um Elder Drake und Nashor, der einfach ein Game schneiden wird. Maokai wartet ja auf seine Chance, da zu flankieren. Man ist jetzt zu 5 dran an dem Elder Drachen. Der kann das aber ultra lange tanken. Das Ding ist nicht so einfach zu sneaken. QW jetzt da in der Backline drin. Gorilla ist da in Angriff genommen. Super Bubble kann beide Knock-up. Gorilla hat schon sehr, sehr viel Life kassiert. Hat die Ultimate raus erwischen. Ist der Backline jetzt drin? Private Knock-up. Muss da ein bisschen nach hinten weghalten. Und man fokussiert Gorilla, der wird da, down gehen wird er nicht, der überlebt da hinten, man kann nicht weitergehen, Swap mittendrin, voll dabei, wird jetzt aber nicht alles wegtanken können, also hier genug Schaden vorhanden, 5 gegen 1, reicht vollkommen aus, QB ist da noch an Kuro dran, der ist jetzt super out of position, also hier kann man sich wirklich 2 Kills gönnen, super Vorteil für Samsung, die werden sich jetzt Elder Drake Nashor nehmen können und werden damit sehr, sehr, sehr viel anfangen können. Das ist aber auch wieder so ein Call, wieso? Wieso versucht ihr den Elder Drake einfach so sinnlos zu machen? Sie kiten nach hinten weg, haben halt übelst Cooldowns. Die Cooldowns waren gerade übelst wichtiger Aspekt, dass die Rocks Tigers dort nicht gut fighten konnten. Nein, keine Chance, Peanut. Den darfst du nicht stealen, der kommt dann Chance ziehen. Da bist du nicht tanky genug, gegen 5 Mann. Wir sehen was nochmal. Die Nami Wave, die verstehen 2 Mann getroffen. Gorilla muss sehr, sehr leiden. Die werden halt so lange zählt. Gorilla muss sein Ultimate übelst früh zünden. Prey muss halt mit E aus dem Pit raus. Genauso wie Peanut mit seinem Dash aus dem Pit raus musste, was Cooldowns quasi waren, die sie gefehlt haben. Gorilla überlebt durch den Heal da hinten noch ein Weilchen, aber Smap muss das Ganze halt alleine tanken. Und da hat er natürlich keine Chance. Das war einfach zu viel Schaden für 5 Mann, weil er hat halt bloß ein Spirit, wir sind schon ein Hourglass. Das sind halt keine Stats, die jetzt dem mega viel Tankiness geben, aber er will halt auch noch ein bisschen Schaden dabei haben.
Und dann kann man das Ganze nicht genug tanken. Und im Endeffekt ist cool, derjenige, der halt alle noch ein bisschen zurückhalten möchte, es aber nicht kann. Und jetzt sehen wir es. Beide Objectives wurden gemacht. Elder Drake kombiniert mit drei Drachen, die vorher hattest, ist natürlich super speed. Da ist einfach nochmal 50% mehr Power bekommen. Und der Nasher dazu ist natürlich ein richtig schönes Schmankerl. Das kann jetzt dazu führen, dass du natürlich den einen oder anderen Inhibitor verlieren kannst. Kommt halt ein bisschen darauf an, wie aggressiv Samsung das jetzt spielen möchte. Aber ich würde es mir ehrlich gesagt wünschen. Geht mal in den ersten Turm ran. Das Kanonen-Mini da hinten ist natürlich super ekelhaft. Ja, wird sogar ein Smite benutzt, um das Ding ein bisschen down zu kriegen. Das Schöne ist, man hat halt keinen Kommando-Banner. Mit Kommando-Banner wäre das Ganze halt Toxic-Schub 3. Und hier geht man in den ersten Turm ran. Und guckt euch den Schaden an. Mein lieber Gott, Lichbane plus Mountain Drake sorgt dafür, dass das Ding einfach mal in Sekunden da geschnetzelt wird. Also Crown hat hier gerade so viel Objective-Schaden. Und wenn ihr das sieht, du kommst einmal kurz an den Turm ran und kannst ihn sofort abholen, dann wisst ihr genau, was passieren soll. Es wird wahrscheinlich drei Inhibitoren geben. Das muss auch nicht heißen, dass das Spiel unbedingt entschieden ist. Es kommt ein bisschen darauf an, wie defensiv die Rocks Tigers das Ganze jetzt ausspielen können. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Oh, da ist ein riesiger Stun, der dreimal reinfliegt und sofort ist die Darby tot. Das war ja Planet, der sie einfach alle gesandt hat. Smap kommt da ohne Probleme rein. Pina kann rausholen. Und jetzt ein Fisch super low. GA ist gebrochen. QB kann das Ganze noch tanken. Ist auf Smap drauf. Smap ist super low und kann abgeholt werden. Aber auch Pina ist in Gefahr. Jetzt QB. Guardian Angels ist gebrochen. Ground kommt nicht so richtig rein. Hat nicht genug Schaden. Und Kuru, der läuft, steht und slowt und macht und stunt. Der macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Schaden. Overtime. Aber hey, der Laser, der war noch in Reichweite. Oh, schöner Flash. Kann dann der Backline einfach mal Israel abholen. Jetzt werden sie geturnt. Kuru super in Gefahr. Der muss jetzt halt in die entgegengesetzte Base laufen. Das Problem, was er hat, Crown kann chasen, während einer pushen kann. Und du hast Death-Timer, die schon ziemlich lang sind. Ein Alistar wird dann nicht Lucian so sehr abhalten können. Und der hat immer noch die Buffs zur Verfügung. Nasher ist real. Guckt euch das an, wie schnell der Turm da kaputt geht. Oh, komm, das Teleport. Oh Gott. Crown ist zu schnell mit dem Lichbane. Guckt euch das an. Hälfte des Turms weg. Ganzer Turm weg. Kerl wird lange genommen. Das war das Game. Kuru ist wieder da. Kann aber natürlich nichts mehr machen. Und hier an der Stelle ein Kampf. Einmal lange gekämpft und einmal einen schönen Turn quasi bekommen und schon ist das Game entschieden. Natürlich die Objectives. Ne, der Elder.